So, Leute, willkommen zurück zur Kategorie Games. Zur Kategorie Games? Ja, die kommt als nächstes. Ich wollte eigentlich sagen, willkommen zurück zum FAQ-Special. Ja, es geht weiter mit euren Fragen. Und zwar diesmal, wie gesagt, Kategorie Games und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ich muss es in mehrere Videos wahrscheinlich splitten, wie gesagt, weil das Ganze sonst viel zu umfangreich wird. Ihr habt bestimmt auch keinen Bock, euch ein 2-Stunden-Video anzugucken. Deswegen werde ich es einfach mal splitten. Und in diesem Video geht es mit der Kategorie Games weiter. Ihr habt verschiedene Fragen zu Spielen gestellt und die will ich mal alle beantworten. Zunächst einmal, was ist dein Lieblingsspiel und warum? Mein absolutes Lieblingsspiel, ich habe es im letzten Part schon erwähnt, ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich war damals ein 10-jähriger kleiner Bursche, oder war ich 11? Ich glaube 11 war ich, genau 11. 98 kam das Spiel ja damals raus in Deutschland. Und, nee, ich war doch erst 10. Das kam ja Ende 97 kam es, glaube ich. Oder wie war das? Ich weiß gar nicht mehr. War ich, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich noch relativ jung. Und, das Spiel kam raus und wir hatten es damals in der Bibliothek ausgeliehen gehabt. Von der Videothek, meine ich. Von der Videothek hatten wir es damals ausgeliehen gehabt. Ich hatte das Spiel nur 2 Tage. Und ich war so begeistert. Ich hatte noch nie ein Spiel mit so einer Grafik gesehen. Es galt ja auch damals wirklich als grafisch eines der besten Spiele. Und die ganze Atmosphäre in dem Spiel, allein schon der Kokiri-Wald und der erste Dungeon und was weiß ich was alles, ich habe dieses Spiel förmlich verschlungen. Allein schon das Intro von diesem Spiel, wo Link durch die Steppe reitet und sowas hatte ich zuvor, das war damals revolutionär, sowas gab's damals einfach noch nicht und dieses Spiel war so genial und hatte so eine Tiefe und so einen epischen Umfang einfach dieses Spiel. Ich war einfach, das war wirklich das erste Spiel, wo ich mich wirklich drin verliebt habe. In dieses Spiel. Es war wirklich so. Das allererste Spiel, wo ich wirklich deprimiert war, dass ich es wieder hergeben musste nach 2 Tagen. Ich war wirklich als kleiner Junge, ich war echt ein bisschen deprimiert, dass ich dieses Spiel wieder in die Videothek geben musste. Und glücklicherweise habe ich es dann wenige Wochen später schon zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich war so glücklich, das glaubt ihr gar nicht. Ich war so glücklich darüber. Und vielleicht ist das auch wirklich der Grund. Einfach weil ich diese guten Erinnerungen an dieses Spiel habe, dass ich es bis heute einfach noch als mein Lieblingsspiel ansehe, weil ich seitdem kein Spiel mehr hatte. Oder vielleicht nur noch ein weiteres, was mich seitdem so begeistert hat. Gut. Dann kommen wir, denke ich mal, schon zur Frage. Ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, ich habe genug dazu gesagt. Was ist dein Hassspiel? Mein Hassspiel. Ich habe eigentlich gar kein Hassspiel. Oder? Ich setze mich nicht großartig mit Spielen auseinander, die ich nicht mag. Deswegen. Wenn es aber ein Spiel gab, was mich damals wirklich richtig auf die Palme gebracht hat, dann war das damals, glaube ich. Was war das gewesen? Es müsste irgendein Mega Man-Teil, glaube ich, war das gewesen. Ich glaube, der zweite oder der dritte war das, glaube ich. Weil ich mit diesem Spiel nicht zurechtkam und ich es einfach unfair und scheiße schwer fand. Mittlerweile vielleicht in der Liste der Hassspiele, I Wanna Be the Guy ganz oben. Ich hab's gehasst, wirklich. Ich kam nicht weit. Gott hat mich dieses Spiel gefrustet. Und vielleicht noch Contra 3. Ja. Contra 3 hat einfach. Also ihr seht schon, nicht unbedingt Spiele, die schlecht sind, aber einfach Spiele, die so einen unfairen Schwierigkeitsgrad haben. Sowas kann ich nicht leiden. Deswegen wäre ich sowas eher mein Hassspiel. Es bedeutet also nicht unbedingt das Spiel, was ich als das Schlechteste ansehe, ist gleichzeitig auch mein Hassspiel. Es kommt nämlich später noch die Frage, was ist in deinen Augen das schlechteste Spiel? Und da werde ich ein anderes Spiel nennen. Als das, was ich jetzt als Hassspiel aufgezählt habe. So, wie findest du Tonic Trouble? Nur ein Wort, genial. Das Spiel ist genial. Es hat den typischen Rayman-Humor so ein bisschen. Es gehört ja auch so, glaube ich, so ein bisschen zur Rayman-Reihe, wenn man so will. Es ist einfach toll. Es ist nicht unbedingt, es bietet jetzt nicht sonst wie die Spieltiefe, aber es hat Spaß gemacht. Es war humorvoll, es war abgedreht, es hat Spaß gemacht. Was hältst du von Mega Man? Da kann ich vielleicht mal ein bisschen näher drauf eingehen. Mega Man, so die erste normale Mega Man-Reihe, mag ich so an sich nicht ganz so, weil ich diese Spiele einfach nur unfair und schwer finde. Also einfach teilweise streckenweise wirklich unfair. Und die Spiele haben mich damals einfach nur gefrustet. Und deswegen bin ich nicht so ein großer Fan der Mega Man-Reihe. Aber
es gibt ja noch eine andere Reihe von Mega Man, nämlich die Mega Man X-Reihe. Mega Man X. Ja, saugenial. Saugenial. Diese X-Reihe, die habe ich wirklich verschlungen bis zum geht nicht mehr. Ich habe auch wirklich alle 8 Teile gespielt, plus Command Mission. Also, ich bin absolut begeistert von dieser Reihe. Es ist wirklich, wirklich so von den 2D-Spielen, die es da, so gab, ist, glaube ich, wirklich Mega Man X fast schon meine Lieblingsreihe. Sogar wirklich noch neben Sonic und neben den ganzen Mario-Spielen. Steht wirklich auf einer Stufe. Speziell die Teile Mega Man X4 und Mega Man X5. Das sind so wirklich richtig geniale Spiele. Also, allgemein finde ich Mega Man ganz gut. Speziell halt, wie gesagt, die X-Reihe. Bist du ein Sonic-Fan? Ja! Yeah. Und was für einer? Also, naja. Es gibt einige Spiele, die ich nicht so kenne. Aber so speziell die erste Generation von Sonic-Spielen, was für Sega Mega Drive rauskam, was für Sega Master System rauskam, habe ich unheimlich gesuchtet. Fand ich immer wieder toll. Spiele ich auch heute noch sehr gerne. Und von den aktuelleren Titeln gefallen mir auch Sonic Colors und Sonic Generations unheimlich gut. Also speziell Sonic Generations ist in meinen Augen wirklich das beste Sonic-Spiel seit den 2D-Titeln von damals. Vielleicht sogar wirklich das beste Sonic-Spiel, was jemals rauskam. Also wirklich, ich bin schon ein Sonic-Fan, kann man so sagen, ja. Wann hast du Team Fortress 2 das erste Mal gespielt? Das erste Mal gespielt, das müsste 2009 gewesen sein, ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja, 2009. Da hatte ich das mal gespielt. Aber eher so nebenbei. Wirklich, regelmäßig spiele ich das Spiel ja nicht. Eher so just for fun, immer mal wieder alle paar Wochen mal. Ich bin also auch wirklich noch... Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Hut. Und generell sehr wenig Errungenschaften. Also, ich spiele dieses Spiel eigentlich nicht oft. Und, ja, so wirklich öfter in den letzten Monaten. Erst so ein bisschen durch Zelda Girl. Ein paar Mal, aber wirklich selten. Kannst du all deine Konsolen samt Lieblingsgames aufzählen? Oh Gott. Mal überlegen. Fangen wir mal mit den ältesten Konsolen an. Nämlich, das war... Meine erste Konsole war der Sega Master System. Dann kam auch schon der Nintendo 64. Kein Witz. Ich habe den Super Nintendo komplett übersprungen. Auch den Mega Drive hatte ich nicht. Dann ging es weiter mit PlayStation 2. Mittlerweile habe ich auch eine PlayStation 1, aber die hat eigentlich meine Frau eher in die Ehe mitgebracht, sozusagen. Dann Nintendo GameCube war dann etwas später. War knapp vor der Wii-Zeit, da habe ich mir erst ein GameCube zugelegt. Dann Nintendo Wii und Xbox 360. Das sind meine Konsolen, die ich habe. Genau. Ich dürfte jetzt eigentlich keine vergessen. Haben, glaube ich. Ja, ja. Für das Sega Master System ist mein Lieblingsspiel Golden Axe Warrior. Ist so ähnlich wie The Legend of Zelda. Wie das erste The Legend of Zelda. Für Nintendo 64 ist mein Lieblingsgame Ocarina of Time. Für PlayStation 1 würde ich sagen, ist mein Lieblingsgame Final Fantasy 9. Für PlayStation 2 ist mein Lieblingsgame Final Fantasy 10. Für Nintendo GameCube ist mein Lieblingsgame Legend of Zelda Twilight Princess. Für Nintendo Wii ist mein Lieblingsspiel Super Mario Galaxy. Und für Xbox 360 ist mein Lieblingsspiel... Oh, das ist schwer. Was ist mein Lieblingsspiel für Xbox 360? Da schwank ich so ein bisschen zwischen Fable 2 und Assassin's Creed 2, glaube ich. Oder doch eher Sonic Generations? Oder vielleicht doch GTA 4? Boah, bei der Xbox ist es schwer. Würde ich mich festlegen, würde ich sagen Fable 2. Ja. Genau. Eternal Sonata ist auch cool. Okay, ja. Ich denke, das waren so meine Lieblingsthemen. Was ist dein Lieblings-Handheld? Also, sowas wie Game Boy und so weiter. Game Boy. Mein Lieblings-Handheld ist aber, würde ich sagen, der Game Boy Advance. Ja, für den Game Boy Advance gab es unheimlich viele geniale Spiele. Also, genial. Wirklich genial. Allein die ganzen Yu-Gi-Oh!-Spiele und so, die habe ich echt gesuchtet. Oder Pokémon-Spiele diverse.
auch noch diverse kleinere Titel, Zelda-Titel, gab's richtig gute. Ich weiß gar nicht, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, war das noch Game Boy Advance oder war das schon Game Boy Advance oder war das noch Game Boy Color? Ich weiß es gar nicht. Aber es gab auf jeden Fall unheimlich geniale Spiele für den Game Boy Advance und ich würde sagen, der steht bei mir sogar noch vor dem DS. Ja, auf jeden Fall. So, und wenn wir es schon von Pokémon vorhin gerade eben hatten, welches ist dein Lieblings-Pokémon? Zapdos. Ja, Zapdos ist mein Lieblings-Pokémon. Dahinter will ich mich nicht so festlegen, aber Zapdos würde ich sagen. Ruled alle. Haha. Was hältst du von Touhou und der Musik von Touhou? Mit Touhou habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Eins, zweimal gespielt. Nicht oft. Ich kenne das Spiel nicht sonderlich gut. Bin auch noch nicht so wirklich damit warm geworden. Die Musik allerdings, die ist wirklich brillant. Also, Hut ab. Alter Schwede. Also, da gibt es so geniale Musikstücke. Das ist der Hammer. Ich bin wirklich begeistert von der Musik aus Touhou. Das ist ja wirklich sensationell. So. Dann eine Frage. Glaubst du, dass du ein Spiel besser spielen kannst als Klügerlord, also Luke Millard? Also, es gibt sicherlich Spiele, in denen ich besser bin. Davon bin ich jetzt einfach mal überzeugt. Aber ich weiß auch ganz genau, wenn er diese Spiele trainieren würde, in denen ich besser bin als er, gäbe es wahrscheinlich kein Spiel, in dem ich ihn schlagen könnte. Das ist einfach... Der Typ ist ein echter Gamer. Also, jedes Spiel, was er spielt, beherrscht er auch wirklich hundertprozentig. Das beste Beispiel ist echt Blast Corps. Ich habe Blast Corps seit, was weiß ich, wie viele Jahren. Ich habe es immer mal wieder gespielt. Ich habe noch nie alle Platin-Medaillen erringen können. Der Kerl spielt dieses Spiel, hat dieses Spiel noch nie vorher gespielt und schafft es innerhalb von 3 Wochen. 3 Wochen! Alle Platin-Medaillen zu erringen, ohne in diesem Spiel jemals Erfahrung gehabt zu haben. Also, wenn der Kerl mal trainiert irgendein Spiel, dann ist er auch wirklich einer der Besten darin. Und ich glaube, wenn er jetzt mit Lylat Wars anfangen würde, und ich hoffe, er tut es nicht, ich hoffe wirklich, er tut es nicht, dann würde er mich sogar wahrscheinlich darin schlagen. Ja, mit ziemlicher Sicherheit sogar. Also, es gibt wahrscheinlich kein Spiel, wo ich wirklich von Natur aus besser bin wie der Klügerlord. Also, wahrscheinlich nicht. Welches Spiel ist das Beste, welches das Schlechteste, das du je gespielt hast? Welches Spiel ist das Beste? Ja, wonach beurteilt man das? Nach dem persönlichen Empfinden? Wenn es danach geht, Ocarina of Time. Geht's so nach der Technik? Ist das Beste, was ich bisher gespielt habe? Boah. Mal auf jeden Fall nicht FIFA 13, das stürzt ja bei jeder Gelegenheit ab, unfassbar. Egal, das ist was anderes. Technisch das Beste, was ich bisher so gespielt habe, schwer zu sagen. Kann ich mich, glaube ich, gar nicht festlegen. Also, ich würde mal sagen, so nach persönlichem Empfinden ist das Ocarina of Time. Also natürlich nicht technisch, aber halt das Spiel, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und welches ist das schlechteste Spiel, was du je gespielt hast? Und da habe ich ja gesagt, das ist nicht gleichzeitig mein Hassgame, aber das schlechteste, was ich jemals gespielt habe, ist Superman 64. Obwohl, nee, stimmt nicht mal. Das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt habe, was auch für den Nintendo 64 ist und was auch nur in Japan damals rauskam, ist ein Spiel mit dem netten Namen Fire Electric Pen. Ich weiß nicht, kennt ihr das, dieses Prinzip, wo ihr mit so einem, wie mache ich das am besten? Ihr müsst euch auf jeden Fall mit so einem Eisenstab, müsst ihr euch durch so ein Labyrinth kämpfen, so aus Elektrodrähten sozusagen, und dürft diese Drähte auf gar keinen Fall berühren, sonst habt ihr verloren. Das gibt's auf Jahrmärkten, gab's das früher öfters mal, glaube ich, und weiß gar nicht, ob sowas heute noch gemacht wird. Aber ihr musstet auf jeden Fall so eine Eisenstange quasi durch so ein Drahtlabyrinth manövrieren und durftet keinen Draht berühren. Und das, so ist Fire Electric Pen auch für den N64 und es ist unsagbar schlecht umgesetzt worden. Alter Schwede. Die ganze Steuerung ist so grottig und ihr stößt zwangsläufig wegen der katastrophalen Steuerung einfach irgendwann gegen so einen Draht. Es ist einfach katastrophal. Boah, was für ein schlechtes Spiel. Okay, in welchem Spiel bist du am besten? Da würde ich sagen, ist Lylat Wars zu nennen. Ja, Lylat Wars wird wohl das Spiel sein, was ich von allen am besten beherrsche. Ansonsten, schwer zu sagen. Es gab noch ein paar andere Spiele, die ich auf Highscores gezockt habe eine Zeit lang. Banjo-Kazooie zum Beispiel hatte ich eine Zeit lang auf
ja, was heißt Highscores, auf Bestzeiten gezockt von den Levels her. Da bin ich vielleicht noch ganz gut drin in Banjo-Kazooie. Aber jetzt auch nicht überragend gut. Wahrscheinlich durch die Erfahrung bin ich wahrscheinlich auch in Ocarina of Time, ist es eins der Spiele, die ich am besten beherrsche. Und, ansonsten weiß ich nicht. Vielleicht sogar echt noch Blast Corps, keine Ahnung. So. Wie viele Spiele hast du? Kann ich nicht zählen, weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Es sind so viele, dass ich sie einfach gar nicht zählen kann. Allein, wenn ich die ganzen C64-Spiele zähle, sind das ja allein das schon mal über 200. Und Nintendo 64-Spiele habe ich auch nochmal über 50. Knapp 40 PlayStation 2-Spiele. Jede Menge PC-Spiele, die ich auch nicht wirklich zählen kann. Diverse Nintendo DS-Spiele noch. Sega Master System-Spiele sind auch über 20. Also alles in allem werde ich wohl beinahe an die 1000-Games-Marke rankommen. Wahrscheinlich sogar eher noch mehr. Ich hab ja auch mittlerweile ein paar Jahre Erfahrung, ein paar Jahre Zockererfahrung. Deswegen weiß ich nicht, wie viele ich habe. Hast du einen 3DS? Ja, habe ich. Dafür aber nur 4 Spiele. Also, den benutze ich nicht so oft. Muss ich eigentlich auch mal wieder machen. So, und nun eine Frage, auf die ich mich sehr freue. Warum ist der Nintendo 64 die beste Konsole aller Zeiten? In meinen Augen ist sie das nämlich wirklich. Der Nintendo 64 hat meine Kindheit geprägt wie keine andere Konsole. Die erste 3D-Konsole damals, das war ja revolutionär. Und die Spiele waren einfach toll. Damals war ja wirklich noch was für richtige Zocker dabei. Heute ist alles so ein bisschen, ja, weiß nicht, heute dominieren solche Sachen wie Zumba Fitness oder Just Dance oder was weiß ich was. Die Szene. Oder, ja, auch der Gamesmarkt hat sich irgendwie sehr gewandelt. So wirklich was für Hardcore-Zocker gibt's zwar auch noch, aber es geht so ein bisschen in der Masse dieser ganzen populären Spiele, die so ein bisschen, ja, halt wirklich sowas wie Zumba Fitness halt einfach, geht so ein bisschen unter, leider. Und das war auf dem N64, war es damals noch nicht so. Jetzt bin ich völlig ich wollte eigentlich gar nicht so abschweifen, ne? Also, das war auf dem N64 noch nicht so. Da war wirklich was, ihr konntet nahezu blind ins Regal reingreifen, damals beim N64, und habt irgendeinen Top-Titel erwischt. Das war ja unglaublich, was es da für gute Spiele gab. Wenn ihr jetzt überlegt, Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Lylat Wars, Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, Perfect Dark, GoldenEye 007, gut, das stand nicht im Regal, das ist indiziert, aber egal, es ist trotzdem eins der besten Spiele. Dann Mystical Ninja, F-Zero X, Mario Kart 64, ich könnte noch viele, viele weitere Spiele aufzählen, die einfach so unglaublich genial sind. Teilweise auch wirklich extrem gute Bewertungen abgesahnt haben in den ganzen Gaming-Magazinen. Gut, ich glaube, damals waren die Bewertungskriterien auch noch nicht so eng, wie es heutzutage ist. Aber es gab unheimlich viele Spiele, die in den ganzen Gaming-Magazinen jenseits der 90%-Marke lagen, was heute eigentlich eher selten ist bei Spielen. Und es ist wirklich, der N64 hatte unheimlich viele Top-Titel einfach. Es ist einfach die beste Konsole aller Zeiten. Das ist einfach, da lag noch so der Fokus auf Gameplay und weniger auf Technik und also jetzt auf Grafik, sag ich jetzt mal, oder Story, sondern wirklich astreines Gameplay und wirklich Spiele mit Herz, mit originellen Ideen. Das war wirklich, der N64 ist eine tolle Konsole. Ich bin immer noch begeistert und es ist bis heute immer noch meine Lieblingskonsole. So, was sind deine Lieblingsspiele von Dedelic? Von Dedelic Entertainment, was sind da meine Lieblingsspiele? Da würde ich sagen, eins meiner Lieblingsspiele ist, mein Lieblingsspiel, kann man eigentlich wirklich sagen, lege ich mich schon fest, ist Edna bricht aus. Geht einfach nichts drüber. Allein, dass es ein Point-and-Click-Adventure gibt, wo du wirklich alles mit allem kombinieren kannst, wo es zu jeder Item-Kombination irgendwie einen eigenen Spruch gibt und nicht einfach nur, das kann ich nicht benutzen, oder so, das ist wirklich genial. Also, sensationell, was da für ein Aufwand drin steckt, obwohl es jetzt natürlich alles
per Hand gezeichnet ist und ein bisschen krakelig, aber es macht ja nichts. Es ist einfach, das Spiel hat seinen ganz speziellen Stil und eigenen Humor. Es ist richtig genial. Deswegen Edna bricht aus, geht über allem. Danach würde ich sagen, habe ich neue Augen. Und dann würde ich sagen, The Whispered World. Ja. Also in der Reihenfolge. Edna bricht aus, Harvest neue Augen und The Whispered World. Was war dein erstes Spiel? Mein allererstes Videospiel war Bubble Bobble für den C64. Ja. Das war, glaube ich, das erste Spiel, was ich gespielt habe. Das müsste im Alter von 4 Jahren oder so müsste es, glaube ich, gewesen sein. Und ja, es war auf jeden Fall Bubble Bobble, das weiß ich noch. Das weiß ich sogar echt noch. Das ist Wahnsinn, aber ich weiß es noch. Unfassbar. Dann hast du schon mal Call of Duty gespielt? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe es noch nie persönlich gespielt. Ich habe es immer nur mehr angesehen. Bin nicht so ein großer Fan von Kriegsspielen, deswegen habe ich es auch noch nie gespielt. Ja. Mit welchen Team Fortress 2 Charakteren bist du am schlechtesten? Ich bin eigentlich mit allen schlecht. Aber am allerschlechtesten wahrscheinlich mit dem Medic. Den habe ich noch nie so wirklich kapiert. Ja. Welcher ist dein Lieblings-Nintendo-Charakter? Mein Lieblings-Nintendo-Charakter ist wahrscheinlich Mario. Ja. Nicht mal Gay Luigi, sondern wahrscheinlich wirklich Mario. Ist einfach toll. Das Prinzip, dass ein Klempner wirklich die Videospielwelt rockt, ist eigentlich echt genial. Also ich mag Mario einfach. Er ist sympathisch. Link, die Spiele mit Link sind zwar cooler, also die Zelda-Reihe, aber jetzt so Link als Charakter ist halt relativ, ja, weiß nicht. Er ist halt einfach ein bisschen langweilig, unser guter Link. So von seiner ganzen Art her. Weiß nicht. Finde ich Mario besser. So, und was ist dein absoluter Lieblings-Mario-Titel? Super Mario 64, wer hätte es gedacht? Für den Nintendo 64 ist mein Lieblings-Mario-Spiel. Aber was ich wirklich sagen muss, nicht weit dahinter, also wirklich nahezu schon auf einer Stufe mit Mario 64, ist bei mir Super Mario Galaxy. Einfach weil es ein einzigartiges Gameplay hat und die Levels einfach super genial sind bei Mario Galaxy. Die beiden Spiele stehen bei mir so mit auf einer Stufe, also würde ich mich entscheiden müssen, würde ich aber vielleicht doch eher Super Mario 64 sagen. Geht einfach leichter von der Hand, hat auch coole Levels und ja, das Schloss der Prinzessin ist einfach cool. So, und dann last but not least, welche Xbox-Spiele, höchstens USK 12, kannst du empfehlen? So, Xbox, ich nehme an, dass Xbox 360 damit vielleicht eher gemeint ist. Für die normale Xbox kenne ich mich nämlich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut aus. Die Xbox-Zeit ist ziemlich an mir vorbeigegangen. Ja, deswegen fällt es mir da ein bisschen schwerer, mich festzulegen. Geht's um Xbox 360-Spiele, kann ich vor allem empfehlen. Eternal Sonata, wirklich sehr zu empfehlen, auch ab 12. Jetzt muss ich überlegen, die meisten Spiele, die ich sonst habe, sind ab 16. Sonic Generations ist auf jeden Fall noch zu empfehlen. Ja, sogar sehr zu empfehlen. Mickey Epic 2 habe ich mittlerweile Trailer gesehen. Ich habe es zwar selbst noch nicht zocken können, aber Mickey Epic 2 für die Xbox 360 kann man jetzt schon sagen, wird auf jeden Fall empfehlenswert sein. Und ansonsten mal überlegen. Wow. Schwierig. Street Fighter. Street Fighter 4. Ja, Street Fighter 4 ist auch noch richtig genial. Jetzt muss ich überlegen, ist Fable 2, ist das ab 16 oder ab 12? Ich glaube, Fable 2 ist ab 16, oder? Sollte es doch ab 12 sein, kann ich Fable 2 auf jeden Fall noch empfehlen. Ja. Gut, das war's soweit zum Thema Games. Wir haben jetzt 24 Minuten. Das heißt, ich werde mal noch eine andere Kategorie reinhauen. Nämlich die Kategorie YouTube und Fernsehen. Da gab es nämlich die Frage. Moment, ich mache das alle doch wieder ein bisschen größer. Da packe ich euch die Größe noch oben drauf. So, was schaust du gerne im Fernsehen? Was schaue ich denn gerne im Fernsehen? Simpsons. Ja, Simpsons, Galileo schaue ich mir gerne an.
Ja. Dann Big Bang Theory schaue ich mir sehr gerne an. Two and a Half Men. Ihr seht schon, also sehr viel auf ProSieben. Wer wird Millionär, schaue ich hier und da immer mal wieder ganz gerne. Ansonsten. Ich schaue nicht mehr so viel fern, muss ich eigentlich sagen. Auf Animax noch diverse Animes schaue ich mir an, speziell Soul Eater. Was halt dann gerade so läuft. Naruto Shippuden oder so schaue ich mitunter auch mal. Ja, ich schaue ab und zu mal Naruto. So, das sind so die Sachen, die ich mir so anschaue. Und jetzt die Frage: Warum magst du den König? Also King Hakinien aus den CDI Games. Oh! Er ist einfach so genial. Er ist einfach so genial. Aber auch wirklich, muss ich sagen, nur durch diese YouTube-Poops. Also, er ist ja an sich nichts Besonderes, der König. Er ist halt ein bisschen merkwürdig. After you scrubbed all the floors in Hyrule. Der ist halt wirklich ein bisschen allein die Art und Weise, wie er redet und was er sagt und. My ship sails in the morning. I wonder what's for dinner. Es ist einfach genial, was er sagt. Und ich mag ihn einfach. Weil er, vor allem wirklich aus YouTube-Hust, was man aus diesen paar Sätzen vom König machen konnte. Man konnte ihn teilweise als völlig perversen oder geisteskranken Typen darstellen. Ich weiß nicht, bei seinem Charakter geht das auch sehr einfach. Es ist irgendwie. Ich mag ihn einfach, allein für die Sachen, die man aus ihm machen kann. Der König. Was wären wir ohne ihn? Und jetzt natürlich die Frage, die auch sehr gut dazu passt. Warum magst du YouTube-Poops? Und vielleicht aber erstmal die Frage, wie bist du auf YouTube-Poops gekommen? Auf YouTube-Poops bin ich dadurch gekommen, dass ich, das ist jetzt kein Witz. Ich war mal in einer Lylat Wars Highscore-Szene aktiv. Also, was heißt Szene? Wir waren nicht viele Leute, wir waren 10, 15 Leute, mehr waren wir gar nicht, die dieses Spiel noch gezockt haben auf Highscores. Und ich hab mir deswegen eigentlich mehr oder weniger dann einen YouTube-Kanal endlich mal zugelegt. Das habe ich erst 2007 gemacht. Und habe dann mich mit den ganzen anderen Leuten dann ausgetauscht, die ihre Highscores auf YouTube veröffentlicht hatten. Und durch diese ganzen Star Fox-Videos war irgendwann mal bei den empfohlenen Videos auch ein Star Fox-Poop gewesen. Der erste Poop, den ich gesehen habe, der hieß The Anticlimactic Death of Fox. Das war der allererste YouTube-Poop, den ich gesehen habe. Ein YouTube-Poop über Star Fox 64. Und ich fand ihn relativ witzig. Dann bin ich darüber dann auf andere Poops gekommen, wie einen Over 9000-Poop, den ich richtig genial fand. It's over 9000! Weil es dann alles schneller und langsamer abgespielt worden ist, sowas halt. Und ich fand das irgendwie extrem witzig und hab mir dann weitere YouTube-Poops angesehen. Irgendwann kam ich dann auf den König und diverse andere Sachen halt noch. Es hat sich dann im Nachhinein ergeben. Aber warum mag ich YouTube-Poops eigentlich so? Es ist herrlich. Ich finde allein das Prinzip so genial. Ihr nehmt ein Video und schnipselt diverse Szenen so zusammen oder fügt noch Sachen hinzu, dass das, was eigentlich so vielleicht in der Art gar nicht gemeint war, auf einmal einen völlig anderen Schwachsinn ergibt, kann man eigentlich sagen. Ja, man muss wirklich Schwachsinn sagen. Es ist echt genial. Was man mit einfachen Mitteln irgendwie aus Videos machen kann. Da wird, was weiß ich, Link mal eben zum völlig wahnsinnig gewordenen Massenmörder oder Sonic gibt irgendwie Kindern schlechte Ratschläge, dass sie sich betrinken sollen und dann einen Polizisten anfassen sollen, unsittlich. Solche Sachen halt einfach, indem einfach Wörter zusammengeschnitten werden und was weiß ich was. Deswegen mag ich YouTube-Poops so. Es ist teilweise echt Humor unter der Gürtellinie, aber es ist teilweise, wenn man allein schon bedenkt, was die Charaktere in den Originalszenen eigentlich sagen und dann in den Videos, ist das einfach nur genial. Je sinnloser, desto besser eigentlich. Man muss natürlich dazu sagen, 90% aller YouTube-Poops sind wirklich schlecht, sind wirklich scheiße. Aber die 10%, die gut sind, da lacht ihr echt kaputt, da lacht ihr Tränen, das ist so genial. Also ich mag YouTube-Poops echt. So, und was ist dein Lieblingspoop? Da würden wahrscheinlich einige Leute jetzt erwarten, dass das irgendeiner ist mit dem König. Oder generell über CDI Games, über Hotel Mario oder was weiß ich was. Aber nein!
Mein Lieblings-YouTube-Hub trägt den folgenden Namen. The Fresh Prince of Blair. Also ein Fresh Prince of Bel-Air Poop auf Englisch. Geht 21 Minuten und das werden die besten 21 Minuten eures Lebens sein. Ich glaube, es sind 21 Minuten, auf jeden Fall über 20 Minuten. Und das werden echt die besten 21 Minuten eures Lebens sein. Ich sage es euch, es ist so genial, was aus dem Fresh Prince von Bel-Air gemacht worden ist in der Sache. Boah, das ist der Hammer. Es ist wirklich... Dafür, dass dieser Poop wirklich so lange ist, er unterhält euch wirklich in jeder Minute. Es kommen da so geniale Sachen. Would you make me a sandwich? Sag ich nur. Dieser Poop ist echt nur zu empfehlen. Wenn es jetzt nach deutschen YouTube-Poops geht, die ja den Namen YouTube-Kacke tragen. Also deutsche YouTube-Poops nennen sich ja mittlerweile YouTube-Kacke. Da würde ich sagen, ist mein Lieblings-Poop. Peter wechselt den Kanal. Ja, von Harter Stuhligen. Ja. Peter wechselt den Kanal. Sehr genial. Ich sag nur, die Penner müssen essen. Oder Ayman Abdallah knetet meine Eier. Das ist so genial. Der ist echt zu empfehlen. Ich glaube, das ist echt der beste YouTube-Kacke-Video, was jemals gemacht worden ist. Sehr zu empfehlen. Also, schaut mal nach Peter wechselt den Kanal. Okay, Was ist dein Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-YouTuber? Wow, schwer. Ich würde sagen Smosh. Ja. Smosh schaue ich mir unheimlich gerne an. Ob das jetzt Pokémon in Real Life ist oder der Legend of Zelda Rap oder... mittlerweile auch Smosh Games, was auch ein sehr tolles Format ist. Ich schaue mir Smosh wirklich sehr, sehr gerne an. Ist, glaube ich, wirklich mein absolutes Lieblingsformat auf YouTube. Ja, ich bin ein großer Smosh-Fan. Und wie kamst du auf YouTube? Wie kam ich auf YouTube? Über One Piece, glaube ich. Ich habe irgendwann mal im Internet nach One Piece-Folgen gesucht. Das war 2005, war das gewesen. Ja, war 2005. Und da... Ja, da... Da habe ich dann YouTube das erste Mal entdeckt. Da kam dann der Kampf zwischen... Genau, jetzt weiß ich wieder, was das war. Ich habe die ungeschnittene Fassung des Kampfes zwischen Lorna Zorro und Mihawk Falkenauge gesucht. Weil in Deutschland war dieser Kampf ja nur geschnitten. Also alle blutigen Szenen rausgeschnitten halt. Und das wollte ich nachholen. Und dann habe ich diese Uncut-Version auf YouTube gefunden. Und habe mich daraufhin mal weiter auf dieser Plattform umgesehen. Die war ja damals noch relativ neu. Ich glaube, 2005 kam sie auch erst raus. Und habe dann... nachgeschaut, was es da noch so alles gibt. Hab dann Naruto-Folgen noch dort gesehen, ganze... Damals wurde ja noch nicht alles gesperrt. Und diverse alte Fernsehwerbungen, die ich schon längst vergessen hatte, habe ich mir damals angeschaut wieder bei YouTube und... Es war schön. So bin ich auf YouTube gekommen. So, was hältst du von Waititi? Machen ganz witzige Sachen mitunter. Aber ich schaue sie nicht so oft. Ich kann relativ wenig zu diesem Kanal sagen, glaube ich, weil ich einfach nicht so viel darüber weiß. Ich schaue mir da relativ wenige Videos an. Aber was ich gesehen habe bisher, war ganz witzig. Muss ich sagen. Also sie machen auf jeden Fall gute Arbeit. So, wir haben jetzt 33 Minuten. Da würde ich mal sagen, nehmen wir noch eine Kategorie mit rein. Nämlich die Kategorie Anime und Manga. So, kommen wir zuerst einmal... zu der Frage, was ist dein Lieblingsmanga? Und da würde ich sagen, das ist Death Note. Ja, würde ich mich für Death Note entscheiden. Der Manga ist echt irre genial. Der Anime vielleicht noch ein Stück genialer, aber der Manga ist wirklich sensationell. Ansonsten als Lieblingsmanga vielleicht noch One Piece. Aber ich würde sagen, Death Note steht noch vor One Piece auf jeden Fall. Richtig genial. Mein Lieblingsanime, da ist Death Note auch nahe dran, wird nur von einem einzigen Anime noch getoppt. Und zwar Neon Genesis Evangelion. Ja, Neon Genesis ist ein Anime, der mich jetzt schon seit Jahren meines Lebens begleitet. Seit ich ein kleiner 13-jähriger Bub war, genau gesagt, also seit über 12 Jahren, jetzt bald 13 Jahre schon, kann man eigentlich sagen, kenne ich diesen Anime.
Und damals lief der auf Vox. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass er im deutschen Free-TV gezeigt worden ist. Wenn ich es noch richtig weiß. Das war im Jahr 2000 war das gewesen, genau. Ende 2000. Ja. Genau. Dadurch habe ich diesen Anime kennengelernt. Ich war wirklich begeistert von der Atmosphäre. Auch wie die Atmosphäre im Laufe der Serie einfach kippt. Wie die ersten Folgen noch sehr witzig sind, stellenweise. Wie aber auch immer wieder auf die Gefühle von Shinji eingegangen wird. Wie sich die ganzen Charaktere im Laufe der Zeit verändern. Wie die einzelnen Probleme der Charaktere, wie alles durchleuchtet wird. Wie der Kampf gegen die Engel langsam in den Hintergrund rückt eigentlich, weil eher die Charaktere beleuchtet werden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Der Anime war damals eigentlich viel zu hoch für mich. Mittlerweile verstehe ich ihn besser. Aber er hat mich von Anfang an echt begeistert. Also Neon Genesis Evangelion ist nahezu perfekt. Ist wirklich, wenn es einen Anime gibt, der nahezu Perfektion erreicht hat, dann ist es Neon Genesis. Definitiv. Okay. Welche Anime, Manga schaust, liest du sonst gerne? Also bei Animes würde ich sagen, ansonsten noch, wie gesagt, halt Death Note. Serial Experiments Lane, falls ihr Leute das kennt, ist auch unheimlich genial. Ansonsten, bei den Animes One Piece natürlich noch. Naruto Shippuden ist auch ziemlich genial. Ich oute mich hier echt noch als Naruto-Fan, obwohl ich eigentlich gar kein wirklicher Fan bin, aber ich schaue es mir mitunter ganz gerne an. Was noch? Saber Rider! Saber Rider! Auf jeden Fall, wie konnte ich Saber Rider vergessen? Auch ein richtig genialer Anime. Kennt ihr jungen Leute wahrscheinlich kaum noch, aber Saber Rider ist so genial. Ja. Und Samurai Champloo schaue ich mir auch noch sehr gerne an. Ist auch sehr witzig gemacht und Samurai Champloo, ja, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja, Manga. Im Bereich Manga auf jeden Fall, wie gesagt, auch noch One Piece. Neon Genesis, den Manga, lese ich auch sehr gerne. Finde ich nicht ganz so gelungen wie den Anime zwar, aber ist auch sehr gut. Bei den Mangas ansonsten noch, was habe ich da sonst noch? Blame, falls euch das was sagt. Blame ist eigentlich relativ unbekannt heutzutage. Wird kaum noch jemand kennen. Bastard ist auch eine relativ alte Reihe mittlerweile. Das ist alles schon über 10 Jahre her. Und, was noch? Schwer zu sagen, so von den neueren. Ach, Bleach! Bleach natürlich noch. Ja, Bleach kann ich eigentlich auch zu den Anime noch dazu zählen. Gefällt mir auch wesentlich besser als Naruto, muss ich dazu sagen. Bleach ist natürlich wirklich toll. Ich meine, sie haben Schwerter, die sich verwandeln. Das ist praktisch. Das ist geil. Speziell aber der Manga von Bleach. Der Anime wird ein bisschen dadurch kaputt gemacht, dass es einfach so viele Filler-Staffeln gibt, die einfach nicht gut sind. Die einfach schlecht sind. Leider. Aber gut, ja, Bleach gehört auf jeden Fall sowohl bei Anime als auch bei Manga noch dazu. So, dann noch das Thema Elfenlied. Da muss ich sagen, ich kenne ein paar Episoden von Elfenlied, aber sie gefallen mir nicht sonderlich. Ich bin nicht so der Fan von Anime, die wirklich grausam sind. Und Elfenlied ist teilweise wirklich grausam. Also wirklich ein bisschen übertrieben von der Gewalt her an manchen Stellen. Und sowas mag ich nicht sonderlich. Jetzt könnten mich manche als Weichei beschimpfen, aber ich kann damit einfach nicht großartig anfangen. Ich brauche keine großartigen Splatter-Effekte oder sonst was. Ist nicht so mein Fall. Und Elfenlied hat mir so, deshalb, allein wegen der überzogenen Gewalt, hat es mir nicht so gefallen. Auch wenn die Story vielleicht eine ganz gute ist sogar. Aber die überzogene Gewalt einfach ist nicht so mein Fall. Ja. Gut, damit habe ich eure Fragen rund um das Thema Games, YouTube und Fernsehen sowie Anime und Manga beantwortet. Einen Part, würde ich mal sagen, mache ich dann noch mit euren FAQs. Da werde ich dann noch eine kleine Kategorie mit Musik und Sport angehen. Das sind nur 5 Fragen oder 6 Fragen, genau. Dann die größte Kategorie von allen, nämlich eure privaten Fragen, die ihr so hattet. Das sind nämlich einige. Und dann noch ein paar Unsinnsfragen, also ein paar schwachsinnige Fragen, also ist schon. Die werde ich dann im nächsten Part beantworten und dann war es das soweit mit dem FAQ-Special. Das ist viel umfangreicher, als ich jemals erwartet hätte, unfassbar. Aber ich hoffe, ihr habt noch Bock. Ich habe es ja deshalb extra in Kategorien eingeteilt, damit ihr eben nicht so viel auf einmal hören müsst. Und euer nach Belieben entscheiden könnt, was ihr denn so hören wollt von mir.
Genau, ich würde mal sagen, dann bis zum nächsten Mal, euer Weehawk AP. Oh Gott, und ich habe mit dem Mund jetzt fusselig geredet.